Und wir haben jetzt tatsächlich eine kleine, ich würde mal sagen, eine kleine Sensation bei uns zu Gast. Drei Musiker aus einem großen Konzert und sie stammen nämlich allesamt aus dem Irak. Und dass das nicht ganz so einfach ist, werden wir besprechen mit dem Dirigenten. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind, Paul McAlinden. Sie sind der Dirigent eines irakischen Jugendorchesters. Ihr Name ist irisch. Sie sind Schotte und This leben is in a demonstration Köln. Of flip for man. So weit, so gut. Wie sind Sie denn zu diesem Job gekommen? Eine junge Frau in Bagdad, eine Pianistin, sie heißt Zuhal Sultan, hat durch eine Independent Fernseher Company in London einen Pressebericht durch Großbritannien verbreitet. Und ich habe es zufälligerweise gelesen. Es heißt, die Schlagzeilen waren: irakische Teenager sucht Maestro für Jugendorchester. Und ich habe es gelesen und ich habe es ab sofort kapiert. Ich weiß hoffentlich, wie es funktionieren könnte. Und dann haben This wir zusammengearbeitet. Und wenn Sie jetzt auf die Zeit zurückblicken, ist es genau so gekommen, die Zusammenarbeit, wie Sie sich das vorgestellt haben? Oder war das ein großer Trip, eine große Reise bis zu dem heutigen Tag? Unbedingt eine herausragende Reise. Aber auch könnte man überhaupt nicht sehen, wie es wirklich laufen würde. Es war ein großes Risiko, großes Abenteuer. Und wir haben es eigentlich erfunden, jeden Tag. Die Musiker stammen allesamt aus dem Irak. Sie leben auch alle im Irak. Sie leben aber querbeet. Also sie kommen nicht alle aus Bagdad oder aus Mosul, sondern es ist ziemlich schwer, sie zusammenzubekommen. Und Sie leben ja nun, wie ich es gerade gesagt habe, in Deutschland. Wie proben Sie? Wir proben allein und machen Unterricht und auch durch YouTube und manchmal aber auch durch Skype. Durchs Internet tatsächlich. Durchs Internet, ja. Aber wir kommen zusammen für zwei Wochen wie ein normaler europäischer Jugendorchesterkurs in einem bestimmten Stadt in Irak und geben wir wirklich Gas. This is a demonstration of flip for man. Das Orchester besteht aus Kurden, Schiiten, Sunniten, Muslimen, Christen. Also es ist alles vertreten, was man eben im Irak auch so antreffen kann. Gibt es irgendwelche Spannungen oder konzentrieren Sie sich einfach nur auf die Musik? Es gibt Spannungen, weil Sie auf der Musik konzentrieren. Und wie jeder Jugendorchester sind Sie jung, müssen Sie einander kennenlernen. Und es gibt die üblichen Probleme, könnte man sagen. Aber eigentlich, Sie sind eine Gruppe von sehr intensiv arbeitende junge Leute, die ein bestimmtes Ziel erreichen möchten. Und Sie sind jetzt hier in Deutschland wegen des Beethoven-Festivals, richtig, was im Oktober stattfinden wird. Eine besondere Ehre. Für uns ist es unglaublich. Das war eine lange Reise in der Entwicklungsphase, aber wir sind hier und sehr stolz, hier zu sein. Aber Sie spielen nicht nur Beethoven, Sie spielen auch traditionelle Musik des Irak? Von die zwei Deutsche Welle-Aufträge, Mohammed Amin Etzad, Desert Camel This und Ali Osman, Invocation. Okay, jetzt würde ich mal versuchen, ganz kurz mit einer der Musikerin zu sprechen, und zwar auf Arabisch. Das wird mir nur so halbwegs gelingen. Ahlan wa sahlan. Eshonki. Alhamdulillah. Eshon Isimki. Tuka. Also ich habe Sie gefragt, wie es ihr geht. Ihr geht sehr gut. Ihr Name ist Tuka. Ul Inti Hassal Awel Marahoni. Naam. U Eshon Hello. Lo Eshifti Lihassa. Kulish Hello. Li Shifte Lihad Lan Kulish Hello. Okay, also sie ist, wie gesagt, das erste Mal hier und habe sie gefragt, was sie bis jetzt gesehen hat. Das hat sie mir vorhin schon mal kurz erzählt, bis jetzt noch nicht ganz so viel, aber das, was sie gesehen hat, findet sie sehr schön. U Sbor Jay in dem Tijon Bill Berlin? Nein. U Eschtam Lunhun? Konzert. Okay, also nächste Woche kommt das ganze Orchester noch einmal zurück und wird in Berlin noch mal ein Konzert geben am 28. September. Ja. Da können Sie sie also sehen oder Sie fahren zum Beethoven-Festival. Vielen herzlichen Dank. Und wir können Sie jetzt hier sehen, sind sehr stolz. Übrigens auch auf das Arabisch von Dunja, deren Vater aus dem Irak stammt. Ja. Toll. Ja. Und wenn Sie mögen, können Sie uns morgen, wie gesagt, ab 5.30 Uhr wiedersehen. Ja. Und wir sind jetzt froh, dass wir die Musik hören aus dem Irak. Tschüss. Tschüss, bis morgen. This is a demonstration of flip for Mac. Are you
is a demonstration of Flip4Man. Demonstration of Flip4Man. This is a demonstration of Flip4Mac. This is